es wird jetzt immer mehr nahegelegt, dass es eigentlich so eine Art moralische oder perfekte Ernährung geben könnte. Und als ob die Menschheit sich seit Jahrtausenden irgendwie unmoralisch ernährt hätte. Es gibt ja diesen Witz, woran erkennst du einen Veganer? Und die Antwort ist, er wird es dir sagen. Also Leute, die von ihrer Ernährung besonders überzeugt sind, haben offenbar einen Missionsdrang. Ist das in Ordnung zu missionieren? Ich glaube nicht. Also Ernährung ist ja einer der Fälle, an denen unsere Freiheit sich zeigt, so wie Kleidung und insgesamt Körperkultur und Körperform und so weiter. Ich glaube, was wir heute erleben im Zeitalter der Biodiktatur, ist die Idee, dass wir im Grunde genommen uns mehr um die anderen Tiere als um uns selbst kümmern sollten. Wir haben sozusagen ein schlechtes Gewissen gegenüber dem Tierreich entwickelt. Dafür gibt es gute Gründe. Aber ich glaube, dass Probleme wie diejenigen im Nahen Osten viel dringlicher sind als die Frage, ob wir Veganer sein sollen. Warum Biodiktatur? Also ich kann es ja am Ende doch noch selber entscheiden. Auch wenn es vielleicht ein bisschen nervig ist, aber eine Diktatur ist es ja nicht. Naja, man ist auch nach wie vor frei zu rauchen. Es wird einem aber immer schwieriger gemacht. Das heißt, es wird jetzt immer mehr nahegelegt, dass es eigentlich so eine Art moralische oder perfekte Ernährung geben könnte. Und als ob die Menschheit sich seit Jahrtausenden irgendwie unmoralisch ernährt hätte. Und woran liegt das, dass Ernährung ein so überhöhtes, vielleicht auch belastetes Thema ist? Ich glaube, das hat unter anderem damit zu tun, dass Ernährung unsere fundamentale Einstellung zur Umwelt ist. Wir nehmen ja etwas aus der Umwelt auf. Und verwandeln es in unseren eigenen Körper. Ja, dieser Umgang mit der Umwelt wird gespiegelt in unserer Einstellung zur Ernährung. Und ich glaube, da spielt eigentlich die Musik. Nicht so sehr in der Frage, sollten wir Veganer sein, sondern warum fragen wir uns das? Ich entnehme dem Ganzen, dass du kein Veganer bist. Ich bin kein Veganer.